Ja, hallo liebe Bitcoin- und Krypto-Fans. Heute gibt es nochmal ein Update zum Krypto-Hopper, zu dem Trading-Bot, den ich euch ja jetzt schon ein paar Mal vorgestellt habe, den ich auch aktiv nutze. Ja, wie ihr seht, es ist immer noch rot. Leider hat auch der Nachkauf, den ich ja gemacht habe, der hat nur so, ja, ich war hier mal bei minus 30%, also so ein bisschen was hat es jetzt dann doch in der Tat gebracht, der Nachkauf. Aber grundsätzlich, die Märkte sind im Moment sowas von rot. Ihr seht das, ja, was die Gründe im Einzelnen dafür sind, ist so ein bisschen schwierig. Ich denke, es ist auch ein Stück weit eine Kettenreaktion gewesen. Es ging bergab und es gab einige News hier am Mt. Gox, ihr habt das gelesen, Upbit in Korea. Und dann die Konsensus steht vor der Tür, da gibt es auch immer Abverkäufe vorher, um dann danach nochmal schön frisch Großinvestoren, dass die noch schön billig einkaufen. Die Konsensus ist nächste Woche, beziehungsweise morgen beginnt sie am 14. Nee, gar nicht wahr. Wir haben schon Sonntag, den 13., also am Montag, so ist es, am Montag, den 14. ist die Konsensus in New York. Und ja, also wie gesagt, es gibt viele Gründe und es ist auch ein Stück weit eine Kettenreaktion, weil natürlich viele Leute Stop-Loss gesetzt haben, auch viele arbeiten damit, also ich arbeite nicht damit, weil ich das dann einfach aussitze, die ganze Sache. Aber ja, das geht dann einfach ein Stück weit auch immer dann dadurch nochmal verstärkt runter und manche bekommen dann auch irgendwie vielleicht auch ein bisschen Panik und verkaufen dann. Und ja, das ist so das eine, aber worum geht's heute? Und das ist auch so ein bisschen das Stichwort jetzt, extreme Kursverluste jetzt in den letzten Tagen heben natürlich auch wieder die Chance, zumindest für diejenigen, die jetzt einsteigen, also alle, die wie ich jetzt hier so ein bisschen auf, ja, auf so ein paar Verlusten sitzen. Wir müssen das jetzt einfach so ein bisschen aushalten. Alle, die jetzt an der Seitenlinie noch stehen, mit Geld in der Hosentasche, die jetzt noch investieren können und einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt warten, der wird mit, so wie ich denke, mit Sicherheit in den nächsten Tagen wird sich da was tun. Ja, da wird es dann zeigen, wohin die Reise geht. Solange wir die 8000 noch so irgendwie halten und uns darüber befinden, ist das noch alles im Rahmen. Aber wenn ihr jetzt den Hopper nutzen wollt, und mich hat das jetzt auch getroffen, in den, ich glaube, ne, wann war es? Gestern war es, oder vorgestern, da war mein Hopper abgelaufen. Ich habe das so gar nicht gemerkt. Ich habe ja auch diese 30-tägige ja, Bunny Trial Version. Also ihr erkennt das vielleicht bei euch oben, dass ihr hier noch Bunny Trial stehen habt. Und bei mir steht jetzt nur noch Bunny. Warum? Was ist passiert? Also bei mir stand irgendwann, ich habe das so gar nicht, ich wollte hier nachkaufen manuell. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht. Irgendwie ist der Hopper kaputt. Dann habe ich erstmal hier an Einstellungen und hin und her und habe ich gedacht, naja, irgendwas ist da komisch. Und bis mir dann irgendwie aufgefallen ist, dass hier oben, ich glaube, No Subscription stand da. Und ja, was war passiert? Die 30 Tage, die sind schon rum. Die 30 Tage Trial-Version war abgelaufen. Ja, und dann musste ich natürlich jetzt also ich wollte unbedingt jetzt auch weitermachen, weil ich den Hopper an sich gut finde. Er funktioniert auch. Ich glaube, das habe ich euch in den letzten Wochen auch gezeigt. Allerdings in so einem Markt wie jetzt gerade, da ist mit Trading einfach ja nicht viel. So. Aber für diejenigen, die das jetzt oder die sich jetzt ja auch den Hopper geholt haben, um jetzt hier einzusteigen, den will ich mal kurz zeigen, wie das funktioniert mit der Subscription, also wie ihr quasi diese Lizenz kaufen könnt, wie das funktioniert und was ihr da machen müsst. Ne, wenn ihr da unsicher seid, das will ich euch einfach nur mal kurz zeigen, ganz schnell. Und zwar, ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten, da drauf zu kommen, damit ihr das jetzt, also ihr schaut einfach mal, wann eures abläuft. Das steht nämlich auch dann da. Wir gehen jetzt mal hin. Also ihr könnt entweder hier oben auf Subscription klicken oder hier unten bei User Settings. Wir klicken mal hier oben drauf. So, dann dauert das einen kurzen Moment und dann seht ihr schon, okay,
Ich habe hier eine aktive, da stand vorher nichts. Ja, und so, dann, ja, ich habe hier eben ein bisschen rumprobiert. Und deshalb, ach, deshalb löscht er die hier nicht. Naja, gut, okay, das ist ein bisschen blöd, aber not activated, okay. So, ich habe hier einen Hopper gekauft, ne, die Bunny-Version. Und zwar hier am 11., ja genau, vor 2 Tagen war es, also Freitag. Die läuft jetzt einen Monat. Ich habe den kleinen gekauft, weil der für meine Zwecke reicht, für 19 Dollar. Und wenn ihr, ja, jetzt wollte ich eigentlich euch das, naja, jetzt fügt er wahrscheinlich wieder einen ein. Wenn ihr jetzt mehrere Hopper habt, ja, dann könnt ihr hier auch die Hopper, die ihr habt, auch hier nochmal zuweisen. Ja, ihr habt ja verschiedenste Einstellungen. Ja, und wenn ihr mehrere Hopper habt, dann habt ihr mehrere Lizenzen, die stehen dann alle hier drunter. Und ihr habt ja dann die Möglichkeit, auch mehrere Hopper gleichzeitig laufen zu lassen. Ich sage jetzt mal den einen auf Binance mit USD Tether, den einen auf Binance mit BTC, den anderen vielleicht noch einen auf KuCoin oder sonst irgendwie was. Und dafür braucht ihr jedes Mal quasi eine Hopper-Lizenz. Ja, und die könnt ihr dann hier zuweisen, dass er weiß, okay, welche Lizenz ist wofür. Ja, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich will auf KuCoin, weil KuCoin gibt die meisten Signale mit diesem Hamster-Signals, was ich euch mal vorgestellt habe. Und da sagt er, okay, da wäre es schon cool, wenn ich die große Version hätte. Weil damit er einfach alle Coins traden kann, die er reinkriegt, damit ich alle Signale wegtraden kann, dann bräuchte ihr den großen Hopper und dann könntet ihr das dann hier entsprechend dann selektieren, auswählen und sagen, okay, pass mal auf, den großen Hopper, den ich jetzt natürlich jetzt nicht hier habe, den verwendest du für meine Hopper-Voreinstellung sowieso. Ne? Bei mir heißt meine Voreinstellung, mein Hopper heißt hier Binance, so ich habe nur einen. Und dann könnt ihr das dann entsprechend zuweisen, dass dann quasi auch der richtige Hopper das Richtige tut und das Richtige tradet. So, dann seht ihr hier oben unter Trial Info, seht ihr auch, wann eure Version jetzt abläuft. Ihr seht also auch, die Trial ist nicht mehr aktiv, die ist abgelaufen und da müsst ihr dann entsprechend dann draufklicken. So, und wenn ihr jetzt auf Subscriptions geht, dann seht ihr hier die drei Auswahlfelder. Und zwar also die drei Hopper, die ihr kaufen könnt. Das hier, der Kangaroo, der ist natürlich sehr, sehr teuer. Aber das wäre jetzt so der Hopper, wenn ihr jetzt wirklich diese Signale effektiv traden wollt, ja? Weil ihr kriegt ja für die unterschiedlichsten Coins kriegt ihr Signale, weil ihr müsst sonst vorher, also hier müsst ihr, bei dem müsst ihr 15, bei dem müsst ihr 50 Coins manuell auswählen aus diesem ganzen Coin-Portfolio, was quasi diese Börse, wo ihr tradet, euch bietet. Wenn ihr die Coin nicht manuell ausgewählt habt und dem nicht gesagt habt, okay, das sind die 50 Coins, mit denen du traden darfst, und der kriegt jetzt für eine Coin ein Signal, die ihr nicht in dieser Liste habt, dann kann er die nicht traden. Also dann kann er dieses Signal halt nicht verarbeiten. So, wenn ihr dann also der Meinung seid, mir ist das egal, ich investiere das Geld, ich gehe das Risiko rein, das holt sich schon wieder raus, das Geld im Monat, und euch ist es das wert. Dann könntet ihr hier diese Kangaroo-Version nehmen und dass ihr dann wirklich hier bis ans Maximum geht, bis an 75 Coins, um einfach da möglichst jetzt alle Signale verarbeiten zu können. Ne? Und ihr könnt dann auch dieses Arbitrage-Trading machen. Arbitrage-Trading ist eine Sache, die, ja, ich sag jetzt mal, schon funktionieren kann, ja, weil es einfach auf unterschiedlichsten Börsen unterschiedliche Preise gibt. Ja, das heißt also, der Hopper kauft dann auf der einen Börse zu einem günstigeren Kurs und verkauft ihn auf der anderen Börse zu einem höheren Kurs weiter. Wenn ihr mal auf CoinMarketCap schaut, dann werdet ihr selber feststellen, dass es zum Beispiel auch für Bitcoin auf unterschiedlichsten Börsen ganz unterschiedliche Preise gibt. Das ist jetzt manchmal nicht so viel im Einzelnen pro Coin gesehen, aber wenn ihr jetzt mit richtig Geld da reingeht, dann kann das schon ein paar hundert oder vielleicht auch 1.000 Euro oder Dollar ausmachen. Ja, und
Vielleicht kann sich das also lohnen. So, dann geht ihr hier auf Subscribe Now. Das machen wir jetzt nicht, weil ansonsten holt der mir wieder hier so ein Feld rein. Deshalb, ich klicke jetzt hier einfach mal auf Pay Now, weil, also im Prinzip würden wir dann jetzt auf die gleiche Seite kommen. Okay, also bei mir, die Seite ist dann normalerweise weiß, wenn ihr weitergeleitet werdet. So, jetzt ist sie hier schwarz, weil ich jetzt innerhalb drauf geklickt habe. Aber ist egal, zum Zeigen, der Inhalt ist absolut der gleiche. Das heißt, ihr bekommt dann hier die Bestätigung nochmal, welchen ihr ausgewählt habt für einen Monat. So, und jetzt kostet der hier 22,99. Warum? Weil man angeben muss, wo man den kauft. Wir kaufen den in der EU, wir sind in Deutschland, also kommen nochmal 3,99 Steuern dazu. CryptoHopper sitzt übrigens in den Niederlanden, wen das mal interessiert hat, wo diese Firma überhaupt ihren Sitz hat. Und ich habe letztens auch eine Frage gehabt an Support, ich habe innerhalb von einem Tag eine Antwort bekommen, sehr, sehr nett und wirklich, wirklich ganz entspannt. Astreines Englisch, also bin ich sehr mit zufrieden. So, auf jeden Fall, das kommt dann noch dann hier dazu. Dann müsst ihr das Land angeben, wo ihr sitzt. Dann, ob ihr das also für euch selbst oder als Business kauft und mit welcher Methode ihr zahlen wollt. Ich habe jetzt PayPal genommen, das ist das Einfachste, weil ich möchte ungern hier irgendwie Krypto dafür ausgeben, sondern ich habe dann das mit PayPal bezahlt. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, 19 Dollar im Monat, beziehungsweise so 20 Euro sind das, also jetzt, wenn man das jetzt hier runterrechnet, dann sind wir ungefähr bei 20 Euro. Das ist mir aber so viel. Naja, dann denkt mal, ihr habt wahrscheinlich, habt ihr Amazon Prime, dann habt ihr vielleicht noch ein Netflix-Abo, dann habt ihr vielleicht noch eine PlayStation, da braucht ihr PlayStation Plus, damit ihr online spielen könnt. Oder dann habt ihr vielleicht noch ein anderes Online-Game oder sonst wie was. Und wenn ihr das jetzt alles mal so zusammenrechnet, ja, was ihr dann im Monat ausgibt, dann ja, finde ich einfach 20 Euro im Monat, finde ich jetzt durchaus vertretbar und auch jetzt nicht besonders viel, und das kann man mal machen. Man darf das jetzt nicht so sehen, dass man sagt, ich muss die 20 Euro durchs Trading reinholen, sonst lohnt sich das hier nicht. Das ist natürlich auch ein Ansatz, aber ich denke, man sollte das eher so sehen, okay, man hat irgendwie zig Sachen, die man irgendwie abonniert hat, auch im täglichen Leben, und für die man so Geld ausgibt. Und das ist einfach eine Investition. Ja, ihr seht das als Investition, und da habt ihr dann im Jahr, sind es zwar 240 Euro, klar, wenn man das dann so einfach mal sieht, das ist natürlich eine Menge Geld, aber wenn wir jetzt die Krypto-Challenge mal sehen, auf ein Jahr, also das, was ich da ausgerechnet habe über die Excel, je nachdem, mit wie viel Geld ihr da reingeht, mit dem Zinseszinseffekt, klar, jetzt ist es seit 7-8 Tagen ist jetzt hier Essig, davor hat es 2,5 Wochen wunderbar funktioniert. Also man darf sich dann noch immer nicht beschweren und von so einer Durststrecke jetzt gerade so ein bisschen abschrecken lassen. Also ich habe es gemacht, das wollte ich euch nur zeigen, ich habe euch gezeigt jetzt, wie es geht, und achtet einfach mal darauf, wenn ihr meine Videos geschaut habt von Anfang an zum CryptoHopper und ihr seid also quasi kurz nachdem die Videos raus waren, seid ihr beim CryptoHopper auch eingestiegen, dann seid ihr wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen auch fällig. Wie gesagt, das findet ihr hier oben unter Trial Info. Schaut da einfach mal rein, was hier für ein Enddatum steht, und dann stellt euch einfach die Frage, ob ihr das einfach weiter nutzen wollt. Wie gesagt, lasst euch nicht abschrecken von dieser Durchstrecke. Der ein oder andere wird zwar jetzt sagen, ah nee, das ist mir jetzt alles irgendwie gerade viel zu blöd und möchte ich nicht und hin und her. Aber dann, ich sag jetzt mal, dann ärgert ich euch in einem Monat auch nicht und sagt, na, hätte ich das mal gemacht, wäre ich da mal drin geblieben, dann hätte ich. Ja, dann sind wir wieder bei hätte, hätte, Fahrradkette. Also manchmal muss man einfach weniger reden und mehr machen. Aber wie gesagt, überlegt euch das. Krypto ist immer ein Risikogeschäft. Es ist, investiert nie mehr, als ihr auch verlieren könnt. Aber aus meiner Perspektive betrachtet sind einfach 20 Euro hier eine gute Investition. Das ist ein gutes Portal. Es ist ein stabiler Hopper, ein stabiler Bot. Sitzt in den Niederlanden. Der Support ist gut. Und ich habe überhaupt keine Probleme mit dem Ding.
Und wenn einer, ich sag jetzt mal, manchmal so ein bisschen jammert, ist das auch oft eine Einstellungssache. Ja, also, und ich hoffe einfach in den Kommentaren, ich konnte vielen Leuten schon irgendwie helfen, die Probleme hatten, den Hopper ans Laufen zu kriegen, weil die Fehlermeldung produziert hat. Und es war bisher immer irgendwo ein Häkchen oder irgendwo eine Zahl oder anstatt ein Punkt, ein Komma verwendet, etc. Ist dann relativ schnell passiert. Ja, und der Hopper, ich sag's jetzt mal ganz platt, der ist dumm, ja, der macht genau das, was derjenige, der vor dem Rechner sitzt, ihm sagt. Und wenn man das halt nicht richtig einstellt, dann wird es halt schwierig. Wenn ihr meine Einstellungen verwenden wollt, dann schaut euch meine anderen Videos an. Ich verwende eigentlich seit, nee, nicht eigentlich, ich verwende seit Wochen die gleichen Einstellungen. Und ja, wie gesagt, im Moment warten wir halt so ein bisschen ab, was hier so passiert. Und wie gesagt, ich bin mit Geld hier drin, ist noch nicht viel, aber das ist ja auch die Challenge, aus wenig dann irgendwann mal hier 100.000, mit 100.000 rauszugehen. Die Ergebnisse der letzten Wochen, die ermutigen mich hier. Und wenn ich hier meine All-Trade-History mir anschaue, ja, und ich sortiere das jetzt einfach mal nach Results, ja, dann sind nämlich die ganzen Dinger weg, ja, 3,75%. Und wenn ihr das guckt, alles grün, ja, so hier einmal, aber das war manually sold, da habe ich mich blöd verklickt, so. Und ansonsten, all das, was der Hopper gemacht hat hier, ist grün gewesen. Ich bin überall aus den Trades mit Plus rausgegangen bisher, weil ich aber auch die Geduld hatte und mich habe nicht ins Boxhorn jagen lassen von dem, was andere sagen. Wie gesagt, bleibt bei eurer Strategie, bleibt bei eurer Meinung. Und denkt immer dran, der erste Gedanke ist meistens der beste. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, den Hopper zu verwenden, zum erstmalig oder daran weiterzumachen, dann drücke ich uns allen die Daumen, dass das auch so funktioniert. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr noch Fragen zum Hopper habt. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Ich hatte vielleicht, also ich überlege auch, ob man nicht vielleicht mal einen Livestream machen kann, wo das lohnt sich natürlich nur, wenn jetzt genügend Leute irgendwie zusammenkommen, dass man auch so ein bisschen ins Gespräch kommt, dass wir über Sachen reden im Hopper, wie was funktioniert. Ansonsten, wenn ihr einzelne Fragen, also wenn da der Bedarf besteht, ja, und da jetzt ein riesen Run drauf ist und ihr sagt, ey, so ein Livestream, wo wir uns mal treffen, abends, feste Uhrzeit, das wäre eine super Sache, das würden wir gerne haben. Dann schauen wir mal, dass wir da irgendwie was finden, vielleicht an einem Wochenende abends mal. Ansonsten, wenn ihr Einzelfragen habt, dann schreibt das bitte immer in die Kommentare rein, unter den aktuellen Videos, damit ich das dann auch rechtzeitig sehe. Ich bemühe mich das einfach ja, tagesgenau noch oder tagesaktuell, tagesgenau ist Quatsch, tagesaktuell dann immer möglichst zügig zu beantworten und euch da irgendwie weiterzuhelfen. Und ich denke, bisher konnte ich eigentlich ja jedem irgendwie da, ja, hier kommt gerade die Cola so ein bisschen hoch, sehr schön, und konnte ich jedem so ein bisschen weiterhelfen. Und ja, ich denke, wenn wir alle an einem Strang ziehen und uns gegenseitig ein bisschen unterstützen, dann ist das gut. So, ansonsten schönen Sonntag noch. Morgen ist Formel 1 und ich bin sehr, sehr gespannt. Da freue ich mich drauf. Und jetzt kommt noch der Rest vom 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Den haue ich mir jetzt noch rein. Und das heißt, die Nacht ist noch nicht zu Ende. Aber ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Schönen Sonntag noch. Danke fürs Zuhören und Zusehen. Bis dahin.